Viele Gebäude in Weimar erzählen von deutscher Geschichte, doch kaum ein Haus hat eine so traurige jüngere Vergangenheit wie das Haus der Frau von Stein. Seit Jahren befindet es sich in einem Schwebezustand zwischen begonnener Sanierung und wieder einsetzendem Verfall. Der Verein Denkmalverbund will dem nicht mehr länger nur zusehen. Wenn diese Bausubstanz verloren geht, geht auch Weimar etwas verloren und es geht auch Thüringen etwas verloren. Und das möchten wir verhindern. Und es geht sehr viel Kulturelles, sehr viel Erbematerial verloren. 2008 hatte die Stadt das historische Haus für 300.000 Euro an einen spanischen Investor verkauft, der es sanieren wollte. Zwar hat er Sanierungen veranlasst, die waren aber immer wieder ins Stocken geraten. Der Anfang 2021 zugesagte Start von Hotel, Gastronomie und Museum blieb ein Versprechen. Die Stadt klagt deshalb auf Rückübertragung. Doch die Verhandlungen ziehen sich seit Jahren ergebnislos hin. Wir müssen jetzt kämpfen, dass wir dieses Haus eben wiederkriegen. Das sehe ich als völlig nötig an. Und es ist auch, dass die Stadträte nun endlich beschlossen hatten, dann 2020, dass man das zurückkaufen muss. Das ist erstmal schon ein wichtiger Schritt gewesen. Man ist sich über diesen Irrtum im Klaren gewesen. Gestern verlieh der Verein dem Investor in Abwesenheit das schwarze Schaf. Damit soll der Umgang mit diesem Denkmal kritisiert werden. Es sei durch den langen Leerstand massiv gefährdet und drohe großen Schaden zu nehmen. Ein bereits zugesagtes Interview mit der Stadt wurde kurzfristig wieder abgesagt. Man wolle die derzeitigen Verhandlungen für den Rückkauf des historischen Gebäudes nicht gefährden, sei aber zuversichtlich, dass in naher Zukunft ein Urteil zu erwarten sei. Ein neuer Verhandlungstermin zur Rückübertragung steht laut Landgericht Erfurt aber derzeit gar nicht an. Ein langer Streit um ein deutsches Kulturdenkmal, der hoffentlich bald ein Ende findet.